1989 für die Mauer und alle forschten, was ist denn im Osten. Und wir fanden hier diesen mit noch ein paar Leuten zusammen, die maßgeblich daran beteiligt sind, nämlich das ist Dimitri Hegemann und Achim Kohlberger, fanden wir hier den Club. Das ist der Rest des ehemaligen Kaufhauses Wertheim und tatsächlich die Wertheimbank, unten der Tresor. Ja, der Tresor zeichnet sich dadurch aus, dass viel Austausch mit Detroit, also einer amerikanischen Stadt, stattfindet. Die Musiker auf dem Tresor-Label haben diesen Detroit-Stil, weil sie eben auch aus Detroit sind. Diese Zusammenarbeit fand schon weit vor dem Tresor statt. Dimitri hatte schon damals, vor 10 Jahren circa, das Atonal-Festival gemacht und da waren schon die ersten Künstler, die damals noch ganz anders, die Gruppen sich noch ganz anders bezeichneten, auch schon mit dabei. Jeff Mills ist einer von ihnen. Ja, wir haben jetzt auch noch vor, eventuell, wenn hier wir in Berlin Mitte nicht bleiben können, nach Detroit zu gehen und auch da noch eine zweite Dependance aufzumachen, den Tresor in Detroit. Und im Moment sind wir auch wieder kräftig dabei, mit dem Senat auch zu sprechen und mit dem Stadtplanungsamt, weil wir hier eben im besten Viertel von Berlin Mitte sind, nämlich genau am Leipziger Platz. Und hier soll gebaut werden. Und mal sehen, ob wir den Tresor Tower verwirklichen können, was auch eine Idee ist. Aber ich fürchte, wir werden uns eine neue Location suchen müssen. Die letzten 5 Jahre haben eigentlich haben gezeigt, dass Technomusik eigentlich ein sehr deutsches Thema ist. Allein, wenn man sich den Zuwachs der Love Rate anschaut, was vor 5 Jahren mal gerade 200 Leute am Kudamm waren, sind heute 500.000. Und die Wurzeln des Techno liegen auf jeden Fall zum großen Teil in Deutschland, mit Kraftwerk, um nur einen großen, einflussreichen Part zu nennen. Und Kraftwerk hat auf jeden Fall auch die Detroiter Techno-Musik beeinflusst. Und die Vorbilder, das sagen die Jungs auch aus Detroit, liegen auf jeden Fall in Deutschland. Techno ist also somit ein deutsches Thema. Hier war damals vor 5 Jahren eigentlich gar nichts. Hier war Grenzgebiet. Und dieses hier ist der Rest des ehemaligen Kaufhauses Wertheim. Unten der Tresor ist tatsächlich die Wertheim Bank und die Stahlkammern sind noch. Die Stahlkammer ist eigentlich so ziemlich unverändert. Auch wenn da jetzt 2 Turntables sind und eine Tanzfläche und eine Bar, sieht es auch noch sehr nach Stahlkammer aus. Und das macht auch den speziellen Flair des Tresors aus. Ja, die meiste Organisationsarbeit läuft natürlich tagsüber. Das ist nicht nur das DJ-Booking, was natürlich einen großen Teil einnimmt. Das ist auch das Handhaben der Ämter. Ja, progressiv Trends. Goa ist eigentlich aus Indien, zum Teil die Instrumente und die Sachen, die dazu benutzt werden, also nicht nur pure Elektronik, die stammen hauptsächlich aus Indien. Dort wird die Musik zum Teil produziert oder hergestellt, wird dann hierher geschickt, auf Platte gepresst und verkauft. Ich selber beziehe diese Sachen auf Platte, auf DATs oder Tapes, je nachdem. Ich höre sie mir an, die Sachen, die mir sehr, sehr zusagen, verwende ich. Ansonsten bin ich sehr sortierend.
Also da ist auch viel Unfug bei im Moment, weil es also sehr zur Mode geworden ist. Muss man halt auch zusehen, dass man nicht jeden Quatsch spielt, der ihm angeboten wird. Es fing an so 89, da habe ich angefangen Techno-Musik oder House-Musik zu hören. Da war ich ziemlich jung, es war so meine erste Musik, in der ich mich voll reingegeben habe und so. Na, jedenfalls dauerte es eine ziemlich lange Zeit, bis ich so in den ersten Clubs reinkam. Und das war dann so der Tresor-Club, das war der 92 öffnete. Und es war einer der besten Clubs, die es gab. Und ich überlegte nicht auch, ob ich selber DJ werde oder so. Und da gründeten wir ein Label oder wie man es so schön nennt. Und versuchten Platten zu produzieren, aber es gab da viele Probleme. Unser Alter war nicht ausreichend zu solchen Sachen. Ja, versuchen wir heute immer noch, solche Sachen zu produzieren. Ja, und Tresor. Jetzt, was jetzt mit dem Tresor passiert, ist eigentlich ziemlich abartig. Jetzt mache ich hier, ich bin Allrounder, ich mache Dekos, ich DJ. Ich bin halt ein Allrounder, mache alles, mache Licht, Techniker. Ich bin der Würfler. Mein Name ist der Würfler, der Discjockey. Bin in Berlin sehr wohl bekannt. Hab angefangen mit kleinen Partys, privat, weil wir von den normalen Diskotheken, Standarddiskotheken wegkommen wollten. War mit Chikimiki, Saturday Night Fever, 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre High Energy Musik. Funk und Soul hat mir nicht mehr den Kick gegeben. Und die Entwicklung ging dazu, dass Discjockey selbst zu Hause mit Maschinen, Computern angefangen haben, eigene Rhythmenabläufe zu kombinieren. Und versuchten damit, neue positive Energie an den Leuten am Mann zu bringen. Und dieses Ziel habe ich übernommen und habe das Vorbild Detroit, America, mir genommen und habe darauf aufgebaut. Und man nannte diesen Stil einen Newcomer-Stil House Techno Trance. Und dieses habe ich mir so angeeignet, dass es selbst mit den Schallplatten, mit der vorhandenen Musik, eine neue Musik mit, kreiere. Ohne großen negativen Einfluss. Das ist mein Ziel. Drogen hasse ich und Drogen und Musik passt für mich nicht zusammen und Alkohol auch nicht. Ich wäre froh, wenn Partys mehr in diesem Sinne ablaufen würden. Keiner macht den Drogen. Besonders in den jugendlichen Läufen, die heutzutage den Zuwachs finden in den Diskotheken, bin ich der Meinung, man sollte da noch ein bisschen intensiver dran arbeiten. Und die Musik läuft bis zum Höhepunkt eines Wahnsinns. Das nannte man dann Gabba. Das ist ein Rhythmus, der bis 280 Beat per Minute läuft. Und irgendwann ist dann mal Schluss und dann fängt man wieder an den leisen Groove. Man geht wieder hin zum Hip-Hop-House-Rap und baut wieder auf bis zum Wahnsinn, bis der Groove von 117 per Minute, Schläge pro Minute, 117 aufwärts gebaut wird wieder in den Jahren bis auf 200 oder 130, 180. Jeder Beat hat seine Rhythmen und seine Einkategorie, zum Beispiel 100 Blues, dann kommt 117 allgemein Pop Dance, dann 124, es sind auch die Charts noch. Rick Astley hat auch 124 gebracht und es geht dann rauf bis zum Trance, der bis 148 läuft. Mein Ziel ist eigentlich die Musik Trance, Goa Rave, weil man da noch neue Entwicklungen vorbereiten kann, wie Klaus Schulze, Tangle Dream und so eine Sachen. Die verfließen immer wieder in die neue Trance-Richtung, Goa Rave-Richtung. Und das ist für mich eigentlich jetzt die Zukunft. Und hoffe, dass sich gute Energien kreuzen und das nenne ich Crossing und das ist mein Ziel auch.
lange Geschichte bei mir, schon seit ziemlich langer Zeit DJ, seit 15 Jahren. Viel Musik gehört über Pop, Soul, Disco, Elektro, Punk. Und was ich dazu sagen muss, die wichtigste Station war für mich eigentlich Amsterdam. Da hat es so richtig gefunkt, da bin ich zum Tänzer geworden und arbeite seitdem auch für die Tanzfläche. Seitdem ich in Berlin bin, lege ich Haus auf in allen möglichen Läden, vom kleinsten Club bis zum größten Club und in erster Linie Hausmusik. Hausmusik ist schwierig in Berlin anzubringen, weil doch eigentlich plötzlich alle Techno gehört haben, wie zum Beispiel Derek May, war auf jeden Fall dabei, John Atkins. Chicago hat andere Vertreter, wie zum Beispiel das Tracks-Label, wo auch Geschichte geschrieben wird, kann man so sagen, Acid und jetzt wieder zum neuen Leben erweckt. Kann man sagen, die alten Leute sind eigentlich immer noch dabei, werden vielleicht ein bisschen müde und die jungen Leute haben eigentlich keine Geschichte und setzen eigentlich nur auf Effekte. Ich würde sagen, Qualität, Originalität, Innovation und Tradition sind die vier wichtigsten Sachen, wonach ich Musik beurteile.